Hallo und herzlich willkommen zu einem längst mal hätte kommenden Info-Video. Und zwar, ihr seht es gerade, ja, ich bin auf dem Server, aber ich hoste den gerade hier lokal, weil, wie es ja bestimmt schon alle mitbekommen haben, und wer es noch nicht mitbekommen hat, das sollte sich das letzte Video ansehen, ist ja nun unser Server offline gegangen. Ich habe ihn geschlossen, weil, wie gesagt, Spielermangel und ja. Haben jetzt hier lokal noch und lassen auch gerade lokal hier laufen. Das ist natürlich momentan alles noch da hier. Und falls mich irgendwann mal wieder die Lust packt, beziehungsweise mal irgendjemand anderen, da kann man jeden Moment den Server einfach weitermachen, ne? Beziehungsweise knallten auf der 1.10 hoch oder dann halt die 1.11, die neueren Versionen und den ganzen Kack. Und ja, ich nutze hier auch die Aufnahme gleichzeitig als Testaufnahme, weil ich jetzt in OBS was teste, beziehungsweise ihr kennt doch diese Szenen, ne? Ich habe jetzt an den Szenen etwas rumgespielt und habe jetzt eine neue hinzugefügt, und zwar an die hier. Und das sieht das nun hier so aus, als wenn ich auf YouTube spielen würde. Aber Problem ist unten hier die Taskliste, die ist etwas abgehackt. Ich muss das mal noch ändern. Habe schon die Idee wie. Ja. Ist halt das Problem hier mit den 16:9 und dem ganzen perfekten Format. Aber ich fand das jetzt eigentlich so witzig mit den, dass es so auf YouTube ist. Und hab da viel Zeug rausgeschnitten, viel Zeug wieder reingemacht und schlag mich tot. Den könnte ich jetzt auch im, würde ich mal irgendwann streamen. Das dauert auch vielleicht noch so ungefähr einen Monat, wenn ich da mal losschlagen wollte. Würde das so aussehen auch mal. Ja, der Titel steht natürlich noch da, von welchem Video ich das kopiert habe. Super, habe ich natürlich wieder echt dran gedacht. Ja, deswegen schalte ich wieder auf die 2. Und da ist das wieder im Vollbild. Ich hatte an alles gedacht, außer halt, oder 3, außer halt an den Titel unten, vom der Videotitel. Ich habe oben den Link weggemacht, ich habe eigentlich fast an alles gedacht, außer ich bin auch so schlau. Egal. Ja, ich möchte einfach mal meine weitere, Verfahrensweise, kann man das Verfahrensweise nennen? Ich weiß es nicht. Einfach wie ich jetzt weitermachen möchte auf dem YouTube-Kanal, will ich einfach mal so ein bisschen erklären. Habt ihr ja nun gesehen, wir machen ja momentan ein Projekt. Kai, Jail und ich. Jail hat sich auch umbenannt, aber egal. Machen wir momentan hier, ich will immer sagen Captive, aber es heißt Combat. Ich will es jedes Mal wieder neu falsch sagen. Ja, laden wir am Montag, Dienstag auch die nächste Folge hoch. Ich denke eher so Dienstag, beziehungsweise veröffentlichen die und nehmen auch mal wieder auf. Was jetzt weiter so auf meinem Kanal kommt, das weiß ich noch nicht. Ich habe momentan kein aktives Format, was auch gut und gerne geguckt wird. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann mal Spiel hole, anderes. Ich weiß nicht, Minecraft gibt es momentan nicht, beziehungsweise wenn ihr es seht, ach so, kacke. Alles jetzt rechts, ich habe ja meinen Original-Account nicht. Ich habe momentan noch nicht so, ich bin momentan noch zu geistig, mir selber wieder einen neuen Account zu holen. Deswegen, ja, dann, ja, wie ich nicht, wie es halt weitergeht. Wir bräuchten am liebsten halt noch wirklich ein anderes, Übergangsspiel. Na, ich habe jetzt noch World of Tanks, aber das ist nun, naja, da komme ich jetzt nicht weiter, dann müsste ich erst neu anfangen. World of Warships kommt, der kam ja nun auch nicht so der Kracher an, da habe ich schon mehr Arbeit gemacht, anstatt dass es mir was gebracht hat. Im Sinne von Feedback und andere technische Sachen. Minecraft Let's Play dauert ewig zum Hochladen mit der Leitung hier. Hoffe, das ändert sich September. Ja, deswegen momentan bleibt mir keine Formate. Ich könnte mal wieder so ganz kleine Spiele bringen, wie zum Beispiel hier das Vanish oder sowas, was ich mal hatte. Oder auch mal wieder ein Window Cleaner. Mal sehen. Könnte ich mich wieder ausplappern. Könnte ich vielleicht dann sogar schon runter aufnehmen nochmal. Oder warte mal, könnte ich das eigentlich, das Spiel kann ich auch nicht spielen. Es gibt genug Spiele, das ist mir klar, aber ich meine, muss ich mal mich im Internet etwas informieren. Aber jedenfalls, ja, das ist halt das Rätsel, was mache ich nun? The Forest, weiß ich nicht, ist grafisch etwas aufwendig. Ob ich das, ich habe The Forest, will ich mal so sagen, ich habe The Forest, aber ich weiß nicht, ob ich das aufnehmen und hochlade, weil The Forest ist auch immer so eine Sache, wo, ja, da. Also unteren, das ist ein HD, ist da ganz schön heftig, weil es dann auch HD-Texturen und der PC schafft das ja locker, ja, weil guckt mal, 100, über 200 FPS gerade, es ruckelt mir schon so ein bisschen hin und her. Ich habe auch gerade keinen Shader drin, weil ich gerade bei Kai kurz auf dem Sofa war. Ja, es ist immer so ein Rätsel, was macht man? Ist immer so das.
Ich habe auch Minecraft richtig viel. Ach nee, habe ich nur 4 GB zugewiesen. Auf dem anderen Fenster habe ich 6 GB. Natürlich läuft hier parallel das Server lokal mit, auch nochmal mit 3-4 GB. Weil ja, beim Hoster lief auf, ich gebe es zu, oft 800 Megabyte und das ist dann doch schon ganz schön. Und da startet es innerhalb von 10 Sekunden. Da, der hat hier über 50 Plugins, da startet innerhalb von 10 Sekunden. Beim Hoster hat es damals so 3-4 Minuten gedauert, bis er dann lief und man drauf connecten konnte. Es ist mir ein Rätsel, es ist mir ein Rätsel. Jedenfalls, ja, mal sehen, wie gesagt, wie wir weitermachen. Wenn ihr noch so Ideen habt, ist da ein Baufehler. Ich verstehe das nicht. Ja, ich muss das kurz beseitigen, das stört meine innere Ruhe. Besser. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt zu irgendwelchen Spielen oder sowas noch in die Richtung, könnt ihr ja mal sagen, weil habt ihr nun nicht so. Ich werde auch versuchen, das Video, na, render ich durch, ja, ich werde es durchrendern, ich werde hier mal heute mal ein Intro wieder ranklatschen. Und ja, komm. Einmal, ich habe auch hier, warte mal, hau mal den. Der Zeus-Shader buggt irgendwie rum. Deswegen nehme ich mal den Kuda. Ich habe auch den Kuda Light in der Hoffnung, ich habe da doch ein paar. Also ich habe hier so Leckless-Shader und so ein Kack. Einfach aus seelischen und mentalischen Gründen. 20 FPS. Ich weiß auch nicht. Ach, das ist der Extreme. Der Medium langt auch völlig. Ja. Ich merke zwar selber, ja, 40 FPS ist ein Unterschied zu 200. Ich weiß auch nicht, bei meinem Laptop, da hatte ich so, sagen wir mal 19 FPS oder weit weniger. Lief das trotzdem noch halbwegs flüssig, so wie bei mir jetzt. Ja, habe ich so um die 40 und da läuft so wie beim Laptop mit 90. Nicht mit 90. Es ist komisch, na klar. Was ich auch Bock hätte, ich würde mir lieber eine zweite Grafikkarte kaufen anstatt eine 1070, weil trotzdem die 1070, die kostet momentan über 400 €. Wenn ich mir trotzdem jetzt noch eine zweite Grafikkarte hole, bin ich immer noch unter den 400 €. Also eine zweite 960, dieselbe. Aber eine 960. Brauche ich davor nochmal ein neues Mainboard, weil ich habe da kann die da nicht anschließen. Aber es ist halt immer die Sache, dann kommen wieder welche, nee, kauf dir die 1070. Und was heißt dann, was machst du den ganzen Tag? Minecraft spielen. Die kannst du dann wenigstens gebraucht auch noch gescheit weiterverkaufen, wenn du sagst, naja, ich brauche nicht mehr so viel Leistung und will nicht mehr so viel zocken, verkaufst du wieder eine. Hast du wieder deine 200 rein, kannst du fast sagen, ein bisschen weniger, vielleicht 150 oder so. Und dann langt das noch, ne? Ja. Was will ich jetzt noch groß sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Demnächst vielleicht mal wieder, wie gesagt, eine Quatschrunde mit Window Cleaner. Mal so, mal gucken, wann ich die mache. Vielleicht auch Mitte, Ende nächster Woche. Es ist schon geil, das Texturen und alles. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, lass mal ein paar Kommentare, aufbauende Kommentare. Ich habe das ja mal wieder mit OBS aufgenommen. Wollte eigentlich mal mit Dextory aufnehmen, aber im Dextory ist noch so eine AVI-Schleuder, das heißt wie Fraps und unter 100 GB für die Aufnahme, solche hier würde da nichts gehen. Klar, die Aufnahme ist auch nicht super, weil ich mache die nur mit richtig niedriger Dingens hier mit niedriger Bildrate mit 1500 oder so. Perfekt ist 4000, kannst du sagen, beziehungsweise noch besser. Aber ich krieg nicht mehr übers Internet hoch, das ist mein Problem. Na gut, jedenfalls bedanke ich mich wirklich fürs Zugucken. Lasst mal einen Kommentar da, ein Like und auch wenn ihr mich schon nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Muss ja langsam wieder Chell einholen. Den Zweitkanal hat mich schon locker überholt, da ist schon über 120 drüber, locker, ich glaube schon über 140 oder so, ich weiß es nicht, ich habe da gerade keinen Überblick. Obwohl er da nur Musik hochlädt. Ja. Wenn Mitte September mal nichts kommt, liegt das daran, dass hier Internet umgestellt wird und dass ich auch über LAN, ich mache das momentan nur über WLAN, über einen USB-Stick, der hat ja nur 5 € gekostet, da habe ich mich auch gegeizt. Will ich dann über LAN, ich weiß nicht, wer das kennt, ich mache jetzt etwas, warte mal, habe ich so eine Folie namens Produktplatzierung? Nee, ne? Ach nee, mache ich jetzt nicht, ich mache jetzt kein Product Placement. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Homeway. Wer jetzt schon in einem neueren Haus und kennt das Homeway-Kabel, beziehungsweise die Homeway-Technologie. Das ist ein Kabel in der Wand, muss man vorstellen, wie ein LAN-Kabel und eine Steckdose. Und in der Steckdose kannst du verschiedene Module reinklipsen, zum Beispiel wie Telefon, LAN, dann noch ein WLAN und dann noch mehr Kack, was du daran stöpseln kannst. Auch
TV, also ja, Fernsehen und sowas. Und das haben wir halt hier an der Wand. Und das wollen wir damit natürlich auch verkabeln, weil wir haben das jetzt seit, lass mich kurz rechnen, 8 Jahren. Ja, müssen jetzt 8 Jahre, ja, 8 Jahre sind es, haben wir es hier an der Wand liegen und ja, haben das noch nie gebraucht. Hoffe ich natürlich, dass ich darüber dann online gehen kann, weil klar, so ich habe so schon nicht das beste Internet, aber ich hoffe natürlich wirklich damit, dass auch das nicht so immer abkattet oder dass der Ping mal hoch wird, weil ich habe oh scheiß Empfang, kann ich sagen. Ich habe richtig scheiß Empfang, weil ja, es geht hier durch 3 Wände durch. Bei 2 Wänden ist schon scheiße, durch 3 Wände durch, dann noch durch Gipskarton und dann aber auch, also diesen größtenteils aus Gipskarton und dann noch durch solche hier Wolle, solche hier Steinwolle und die dämmt enorm das Signal. Und ich vermute auch, der wird nicht super eingestellt sein, der Router. Ah, da mache ich mich ja dann dran, das sind ja dann meine Probleme. Aber wenn man so September mal nichts kommt, Mitte, Ende September, ich glaube so Ende September eher, wenn da mal nichts kommt, keine Sorge, ich mache davor vielleicht auch nochmal ein Info-Video, wie es genau abläuft. Jedenfalls vielen Dank fürs Angucken. Ich habe eigentlich schon zum dritten Mal fange ich es wieder an mit der Verabschiedung, aber egal, jedenfalls vielen Dank fürs Zugucken und oder F1 Optifine und tschüss.